Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 10. Gesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes, Drucksache 19/3742. Es wird eingebracht von Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Minister. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unser Gesundheitswesen bedarf für seine Funktionsfähigkeit der umfassenden Kompetenz und des besonderen Engagements aller in ihm tätigen Berufsgruppen. Trotz aller Fortentwicklungen in der Kommunikation und Informationsquellen via neuer Medien kommt den Angehörigen der akademischen Heilberufen hier eine besondere Bedeutung zu. Der Landesgesetzgeber hat demzufolge die rechtlichen und berufsrechtlichen Rahmen für die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärztinnen und Tierärzte, bei den Apothekern auch sowohl die Apothekerinnen und also Apotheker wie auch der psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten zu setzen. Das erfolgt durch das Hessische Heilberufegesetz, das im Jahr 1954 erlassen, im Jahr 2003 neu gefasst und im Verlauf diverse Male geändert wurde, was zu sprachlichen Unstimmigkeiten geführt hat. Es bedarf daher einer grundsätzlichen Überarbeitung in Bezug auf zahlreiche Bestimmungen sowie hinsichtlich der formalen Anforderungen, die heute an ein Gesetz zu stellen sind. Das sind einfache Dinge wie ein Inhaltsverzeichnis, Überschrift zu den Paragraphen, eine umfassende Evaluation und Überarbeitung mit dem Ziel einer ersetzenden Neufassung des Stammgesetzes ist geplant. Ich sage ganz bewusst, deshalb ist geplant, weil wir darauf warten, dass der Bundesgesetzgeber uns einen Hinweis gibt, in welche Richtung dies funktionieren soll oder gehen soll. Deshalb werden an dieser Stelle ausschließlich einige wenige Änderungen vorgenommen, bevor es zu einer grundsätzlichen Überarbeitung kommt. Denn das Heilberufsgesetz ist bis zum 31.12. dieses Jahres befristet. Deswegen nur einige zwingend notwendige und redaktionelle Klarstellungen und Änderungen. Und zwar insbesondere in folgenden Bereichen. Erstens. Den Kammern soll angesichts des Umbruchs des Zeitschriftenhandels die Möglichkeit eröffnet werden, die Mitteilungsblätter auch in elektronischer Form zu versenden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen des E-Government-Gesetzes erfüllt sind. Zweitens. Um eine schnellere Kontaktaufnahme, z. B. bei Großschadensfällen, Pandemien oder wir hatten es zuletzt bei Ebola, zu ermöglichen, soll der enumerative Katalog der zu übermittelten Daten und Telefonnummern um Telefonnummern und E-Mail-Adressen ergänzt werden. Zur Nutzung von Synergieeffekten wird eine Regelung aufgenommen, wonach eine sachbezogene Aufgabenwahrnehmung auf eine andere zuständige Stelle übertragen werden kann, beispielsweise eine gemeinsame Ethikkommission. Den Kammern soll die Weitergabe von Kontaktdaten im Rahmen von Wahlen zu den Delegiertenversammlungen der Kammern ermöglicht werden. Der Gesetzentwurf sieht eine Klarstellung vor, dass die Tätigkeit der Mitglieder der Kammervorstände sowie die Mitglieder der Ausschüsse der Versorgungseinrichtungen ehrenamtlich tätig sind. Es darf ihnen trotzdem eine Aufwandsentschädigung und Reisekostenvergütung gewährt werden. Nach der Neuordnung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen soll die Möglichkeit eröffnet werden, dass auch ausschließlich privatärztlich niedergelassene Ärzte verpflichtend am Ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen teilnehmen und sich auch an den dabei entstehenden Kosten zu beteiligen haben. Und es wurde eine Ergänzung vorgenommen, dass auch die Belange behinderter Menschen bei der Ausgestaltung der Praxis oder Apotheke berücksichtigt werden sollen. Ebenso wurde die Regelung zur Weiterbildung von Tierärzten und Tierärzten, die veraltet waren, überarbeitet und modernen Standards angepasst. Im Hinblick auf die Berufsgerichtsbarkeit erfolgte im Gesetzentwurf eine inflationsbedingte Anpassung der seit dem Jahr 1994 unveränderten Höhe der Geldbußen, dass dabei auch endlich die D-Mark-Beträge in Euro-Beträge umgewandelt worden, versteht sich an dieser Stelle von selbst. Gegen den Gesetzentwurf wurden im Rahmen der Regierungsanhörung keine grundlegenden Einwände erhoben. Die gemachten Änderungsvorschläge wurden im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten weitgehend entsprochen bzw. sollen diese dann im Rahmen der Gesamtüberarbeitung erneut aufgegriffen werden. Auch der hessische Datenschutzbeauftragte hatte keine Einwände.
Ich freue mich auf die Diskussion zu diesem Gesetzentwurf in dem Ausschuss. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Einbringung. Damit eröffne ich die Debatte. Als erste Rednerin hat Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Kollegin Schott, die Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, keine Sorge, ich rede hier keine 7,5 Minuten, weil ich finde auch, dass es durchaus angemessen ist, dass man Worte wie D-Mark da jetzt rausstreicht. Das zeigt uns auch, dass wir am Euro wirklich angekommen sind. Dass man Telefonnummern und E-Mail-Adressen hinzufügt, ist auch ein Ding, das sich der Selbstverständlichkeit ergibt. Hätten wir in Hessen ein Informationsfreiheitsgesetz, wüssten wir etwas genauer über die wirtschaftliche Situation der Kammern Bescheid. Dann könnten wir uns vielleicht erklären, warum denn so ein Satz da reinkommt, soweit die Kosten nicht gedeckt werden, kann das Land einen Zuschuss zu dem Aufwand leisten. Ich finde, das ist schon eine ziemlich wesentliche Veränderung. Und wenn ich richtig zugehört habe, habe ich das gerade nicht gehört in Ihrer Einführung. Ich habe auch keine Erklärung dafür gefunden, warum das jetzt drin ist, weil Kammern sind eigentlich autonom wirtschaftende Organe. Und das dachte ich, sollte auch so bleiben. Nun können wir plötzlich von Seiten des Landes da Geld reingeben. Mir erschließt sich A nicht warum, B nicht wofür. Und es gibt auch, wie gesagt, in den Erklärungen zu dem Gesetz keine Erklärung dazu. Und ganz erstaunlich finde ich, dass bei den finanziellen Auswirkungen am Anfang null steht. Heißt das, Sie gehen davon aus, es wird gar keine Anforderungen geben? Oder es gibt doch welche, die jetzt hier nicht drinstehen? Ist es nur handwerklich nicht ordentlich gemacht oder wollen wir da nicht drüber reden? Ich würde schon gern drüber reden und natürlich auch gern wissen, warum wir jetzt plötzlich an der Stelle diese Öffnung da reingeben. Denn wir haben natürlich eine Debatte darüber, dass es Kammern gibt, die sehr hohe Kammerbeiträge nehmen und dafür sehr niedrige Beträge und jeweils mit dem einen oder mit dem anderen bewerben, weil wir haben es auch andersrum. Und ich finde es dann nicht seriös, wenn Kammern mit sehr niedrigen Kammerbeiträgen werben, wenn sie dafür dann hohe Kosten haben, die sie sich dann wieder vom Land quersubventionieren lassen. Das fände ich jetzt irgendwie völlig uncool. Ich nehme einfach mal an und hoffe, ich überinterpretiere hier völlig. Aber auch das wird die Debatte ja noch zeigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rentsch von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, vielen Dank. Der Staatsminister, Kollege Grüttner, hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der, Herr Kollege Grüttner, in vielen Teilen aus unserer Sicht zustimmungsfähig ist. Es sind Veränderungen im Bereich EU-Regeln, im Bereich von Transparenzgeboten. Ich glaube, das ist sehr richtig. Die Ethikkommission ist genannt worden. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo es richtig ist, dass die Landesregierung hier mit einem Gesetzentwurf hineingegangen ist. Ich will aber einen Punkt herausgreifen, der mich etwas verwundert. Und vielleicht haben wir, ich meine, spätestens in der Anhörung zu dem Gesetz, aber vielleicht auch heute in der Debatte, die Möglichkeit, den tieferen Sinn noch etwas zu erfahren. Sie haben es nur so ganz leicht geschnitten aus meiner Sicht. Sie haben in § 23 eine Änderung vorgenommen, mit der die Möglichkeit eröffnet wird, dass ausschließlich privatärztlich niedergelassene Ärzte verpflichtend am ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung auch teilnehmen können. Auch, stimmt, auch die ausschließlich privatärztlich tätig sind, so muss es richtig heißen, auch daran teilnehmen können. Jetzt ist es so, dass sich Ärzte entscheiden können außerhalb des KV-Systems. Die KV hat den Sicherstellungsauftrag, tätig zu werden. Und das ist ja eine Grundsatzentscheidung, ob man sozusagen, ich sage es mal vorsichtig, im sicheren Hafen der Kassenärztlichen Vereinigung mitmachen möchte, mit allen Vor- und Nachteilen. Klar, die KV hat auch den Versorgungsauftrag, oder ob man sich entscheidet, rein privatärztlich tätig zu sein. Ich frage jetzt einmal, wie sieht das die KV? Wir werden das uns anschauen. Will die das überhaupt? Kollege Bartelt ist ja selber Mediziner und ich glaube auch, weiß ich, KV-Arzt, ich kann es nicht sagen, würde mich interessieren. War er? Wie sieht das die KV? Braucht die das? Und ist das nicht sozusagen auch eine, ich will es mal vorsichtig formulieren, sehr weitgehende Entscheidung, Medizinern, die sich grundsätzlich entschieden haben, nicht im KV-System zu partizipieren, verpflichten, zwangsweise auch in diesen Bereich hereingenommen zu werden. Also das finde ich ein.
Ich finde es einen spannenden Punkt. Ich würde es gerne erklärt bekommen. Möglicherweise liegt es daran, diese Frage stelle ich, dass wir beim Versorgungsauftrag gerade beim Thema des Bereitschaftsdienstes so massive Probleme haben. Ja, es gab die Diskussion. Oder was ist der Grund? Ist es nur eine Option, die hier eröffnet werden soll? Diese Frage interessiert mich in der weiteren Debatte. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben uns das natürlich noch einmal angeguckt, auch wie das andere Länder machen, andere Landesregierungen. Und da gibt es unseres Erachtens kaum ähnliche Regelungen. In NRW gibt es eine Regelung, die aber nicht so weitgehend ist wie die hessische Regelung. Also insofern glaube ich, wir sollten in diesem Bereich genau hinschauen. Wir werden uns da auch natürlich mit der Kassenärztlichen Vereinigung auseinandersetzen, die das ja zum Schluss betrifft und auch umsetzen muss. Also ich glaube, da sollten wir, wie gesagt, genau hinschauen. Ansonsten sind wir, was den Gesetzentwurf angeht, nicht kritisch. Im Gegenteil, es steht vieles aus unserer Sicht Notwendige und Richtige drin. Und wir werden uns um den Punkt streiten, um den es sich zu streiten lohnt. Außer es kann heute aufgeklärt werden, dass es ganz anders gemeint ist. Dann, glaube ich, können wir dem Gesetz insgesamt zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als nächster Redner spricht nun Dr. Bartel für die CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Kammern der Heilberufe leisten entscheidende Beiträge zur Qualität der medizinischen Versorgung. Dies sind die Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apothekenkammern, die Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeutenkammern. Ihre Aufgaben sind hauptsächlich die Überwachung der Berufspflichten mit Sanktionsmöglichkeiten, die Zertifizierung der Fortbildung, die für die Abrechnung mit Krankenkassen vorgelegt werden müssen, die Weiterbildungsordnung zum Facharzt mit Abnahme der Prüfung und die Bewertungen von Abschlüssen im Ausland, die Schlichtung bei vermuteten Behandlungsfehlern, das Verfahren ist für die Beteiligten kostenfrei, die Prüfung der Fachangestellten und die Einrichtung von Versorgungswerken, die ohne staatliche Zuschüsse arbeiten. Diese fachlich kompetenten Wahrnehmungen, zum Teil hoheitliche Aufgaben, entlasten den Staat. Die Regelungen erfolgen durch Gesetze und Verordnungen der Bundesländer. Dies ist nötig, um staatliche Aufgaben zu delegieren und die obligatorischen Mitgliedschaften der in den Heilberufen Tätigen zu legitimieren. Daher müssen die Gesetze veränderten Entwicklungen und Rahmenbedingungen angepasst werden. Dies erfolgt hier jetzt durch Vorlage zur Änderung des Hessischen Heilberufegesetzes. Ich möchte einige inhaltliche Weiterentwicklungen, die auch schon genannt worden sind, nennen. Amtliche Mitteilungen können elektronisch erfolgen. Elektronische Datenübermittlungen sind rechtsverbindlich. Es wird in § 25 festgeschrieben, dass die Belange der Menschen mit Behinderungen bei Gestaltung von Praxen und Apotheken berücksichtigt werden müssen. Barrierefreiheit. Die Vorstände der Kammern arbeiten weiterhin ehrenamtlich. Aufwandsentschädigungen und Reisekosten werden gewährleistet, etwa ähnlich wie bei kommunalen Mandatsträgern. Die Kammern der Heilberufe können gemeinsame Ethikkommissionen bilden. Die Fragestellungen sind ja oft ähnlich. Eine breite Reflexion erfordert entsprechenden Aufwand. Kollege Rentsch hat es genannt. Ausschließlich privatärztlich tätige Mediziner müssen jetzt auch ihre Beiträge zur notärztlichen Versorgung leisten. Dies betrifft sowohl die Teilnahme als auch die Kostenbeteiligung. Das ist in § 23 so festgelegt. Ich halte das für richtig. Ich halte es auch für sinnvoll, hier zu Übereinkünften zu kommen. Denn es ist natürlich auch so, dass die Patienten, die privat versichert sind, dann ja auch einen ärztlichen Notdienst in Anspruch nehmen. Insofern ist es auch richtig, dass ausschließlich privatärztlich tätige Ärzte hier sich an dem Notdienst beteiligen. Ich sehe hier kein Problem, hier eine Übereinkunft erzielen zu können. Wir befürworten alle diese Änderungen. In den Ausschussberatungen sollen weitere Gesichtspunkte eingebracht werden, sofern dies von den Betroffenen gewünscht wird. Abschließend möchte unsere Fraktion die Bedeutung und Wertschätzung der Kammern für Heilberufe hervorheben. Sie sind und bleiben für uns weiter kompetente Gesprächspartner. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Dr. Sommer für die CDU, für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregierung steht vor dem Problem, dass das Heilberufsgesetz befristet ist bis zum 31. Dezember. Und jetzt muss noch schnell vor Ablauf des Jahres ein Gesetz nach dem anderen eingebracht werden. Angeführt gestern von dem Schwangerschaftskonfliktgesetz, heute das Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistung sowie das vorliegende. Deklariert wird das Gesetz als Weiterentwicklung, Präzisierung und Modernisierung. Eine grundlegende Überarbeitung und Anpassung des Heilberufsgesetzes erfolgte aber bisher noch nicht. Und Herr Minister Grüttner hat ja auch die Gründe ausgeführt, dass bundesrechtliche Regelungen noch fehlen. Andere Länder haben bereits die Novellierung genutzt, um die Weiterentwicklung der Pflege und der Pflegeberufe in den letzten Jahren zu berücksichtigen und auch Gesundheitskranken sowie Kinderkranken, Altenpflegerinnen und Pfleger in das Heilberufsgesetz zu integrieren und damit die Pflegestrukturen zu stärken. Die Landesregierung hatte in ihrer Koalitionsvereinbarung, Herr Minister Grüttner, die Prüfung der Pflegekammer verankert. Vielleicht können Sie ja, Herr Minister, die Prüfergebnisse in den Beratungen präsentieren, nachdem Sie in den Kleinen Anfragen geantwortet haben, dass die Prüfung andauern wird. Herr Minister, Sie prüfen ja gerne, haben wir gestern in der Fragestunde mitbekommen. Aber Prüfungsergebnisse sind nun einmal essentiell. Daher möchten wir natürlich gerne wissen, wann Sie Ihre Prüfung dann tatsächlich oder voraussichtlich abschließen werden und es einfach weitergeht in dem Prozess. Ja, Herr Minister hat schon ganz viele Änderungs- und Ergänzungsbedarfe genannt, ob das jetzt die Regelung zu den amtlichen Mitteilungsblättern ist, die ehrenamtliche Tätigkeit der Kammervorstände oder auch die Ethikkommission, wo der Wunsch bestand, enger zusammenzuarbeiten und Synergieeffekte zu nutzen. Insgesamt ist es eine Modernisierung, die zeitgemäß ist. Es sind Ergänzungen und Präzisierungen. Und auch bezüglich der ergänzenden Rechtsgrundlage für den Rettungsdienst bzw. Notdienst, das sehen wir positiv. Schließlich möchte ich aber auch noch auf die inhaltliche Neuerung in § 25.4 eingehen. Herr Dr. Bartelt, Sie hatten das auch schon genannt. Da geht es um die Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen bei der Ausgestaltung von Praxen und Apotheken. Dies entspricht den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention und soll die Teilhabe ermöglichen, auch im Gesundheitswesen. Das ist auch eine zeitgemäße und dringliche Novellierung, insbesondere aufgrund des demografischen Wandels und auch aufgrund des Personenanstiegs mit Schwerbehindertenausweis. Denn 2015 besaßen 623.000 Menschen, also Bürgerinnen und Bürger von Hessen, das sind 10% aller Hessen, und damit 15.000 mehr als im Vorjahr, einen Schwerbehindertenausweis. Und mehr als die Hälfte dieser Menschen sind übrigens über 65 Jahre und zählen da mitunter natürlich dann auch zum Hauptklientel in Praxen und Apotheken. Vielleicht wäre es möglich, für solche Dienstleistungen bzw. Einrichtungen und Anbieter verbindliche Regelungen, gegebenenfalls auch Förderprogramme zu schaffen. Österreich zeigt, wie es möglich ist. Die haben seit Anfang 2016 die Pflicht eingeräumt, dass bauliche Barrieren in Höhe von 5.000 €, also einer Zumutbarkeitsregelung, in einer 10-jährigen Übergangsfrist beseitigt werden müssen und ein barrierefreier Zugang hergestellt sein muss. Spannend ist dabei aber, dass ein Schadensersatz geltend gemacht werden kann, wenn die Barrierefreiheit nicht gegeben ist bzw. von Kunden beklagt wird. Inwieweit solche Regelungen für Hessen umsetzbar sind, wäre zu prüfen. Und da sind wir, Herr Minister Grüttner, noch einmal bei den Prüfungen. Vielleicht wollen Sie ja jene Prüfung in Ihr Prüfungspotpourri aufnehmen. Barrierearme Dienstleistungen auf jeden Fall im Gesundheitswesen kommen allen Bürgerinnen und Bürgern in Hessen zugute. Insgesamt sind die Änderungen, wie schon erwähnt, im Heilberufsgesetz überschaubar, mit kleinen Modifikationen, aber mit
wenig innovativen Aspekten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun der Abgeordnete Bocklet. Bitte schön, Sie haben das Wort, lieber Kollege. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf eingebracht zur Änderung des Heilberufsgesetzes eingebracht. Er regelt eine, Frau Dr. Sommer, Sie haben es gesagt, tatsächlich systemimmanent das, was nötig ist, weil es bis zum 31. Dezember 2016 befristet ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die erforderliche Evaluierung stattgefunden hat und dass die Landesärztekammer, Landeszahnärztekammer, Landesapothekerkammer, die Landeskammer für psychologische Psychotherapeuten, die Jugendpsychotherapeuten, die Landestierärztekammer und viele weitere mehr das Gesetz, die Fortführung des Gesetzes befürwortet haben sowie Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zum bisherigen Gesetz eingebracht haben. Die meisten davon hat die Landesregierung aufgenommen. Ich habe jetzt, also das, was Sie vorschlagen, interessiert mich tatsächlich zu diskutieren in aller Fachlichkeit, was Sie davon gesprochen haben. Aber von den Expertinnen und Akteuren des Feldes selbst kam vor allem erst einmal Zustimmung zu dem Gesetzentwurf und zur Fortführung. Wurde auch nicht angemahnt, dass es wenig modern sei, dass es nicht wenig zukunftsweisend sei. Viele Vorschläge, die Sie gebracht haben, werden aufgenommen und umgesetzt. Insofern weiß ich nicht ganz eigentlich, ob es eine Kritik ist, sondern es wäre die Frage, tatsächlich zu evaluieren, was innovativ bedeutet, indem, wie Sie es gesagt haben, andere Länder machen etwas anderes. Aber die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, sind ja Themen, die nicht unbedingt in dem Gesetz beantwortet werden müssen. Also diese Themenblöcke, die Sie angesprochen haben, darüber kann man diskutieren, aber ich weiß nicht, ob es im Zusammenhang dieses Gesetzentwurfs diskutiert werden muss. Wir finden, was Kollege Bartelt hat das ausführlich dargestellt, Herr Minister auch, ich muss es nicht wiederholen, es sind von Weiterbildung über die Zulassung von den privatärztlichen Ärzten bis hin zu anderen, ich nenne es jetzt mal despektierlich ein wenig, Kleinigkeiten geregelt, die notwendig sind, um dieses Gesetz vorzuschreiben, mit dem eigentlich weit über 98% der Akteure zufrieden sind. Insofern sehe ich erst einmal keinen weiteren Änderungsbedarf, aber dazu sind ja Gesetzeslesungen und Anhörungen da. Wir sind sehr optimistisch, aber wir sind auch sehr gespannt darauf, was es von der Fachpublikum dazu für Bemerkungen gibt. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Es liegen uns keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir auch am Ende der Debatte. Wir überweisen für die zweite Lesung den Gesetzentwurf in der Drucksache 19/3742 an den SIA.